Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Wind Waker, meine lieben Freunde. Und wir werden nun die nordöstlichste Insel des Spiels kennenlernen. Also komm her, mein lieber Neptunus, und erzähl mir was Schönes. Also was Schönes erzählen, du kannst nicht mehr weiter nach Osten segeln, ansonsten würde ich dein Boot, naja, ich weiß auch nicht, umlotsen. Sehr präzise Information. Auf jeden Fall, hier ist die Isla, nein, Isla Rapunzla. So, lass mich ran, du erzählst mir was von Dreifuß. Ist klar. Hier ist eine Triforce-Karte. Jedenfalls soll es eine Staatskarte hier auf dieser Insel versteckt sein. Die Klippen rein hier so steil auf, da kann man unmöglich draufklettern. Schon ein Lied, wie du darauf kommen willst, Jungchen? Ja, mit dem Dungeon-Item aus dem nächsten Tempel. Was wir allerdings noch nicht haben, weshalb wir hier später nochmal herkommen werden müssen. Tja. Auf jeden Fall können wir uns schon mal Schatz und alles holen. Dann machen wir einen kurzen Cut bis zur westlicheren Insel. Welche Karte ist das überhaupt jetzt? Wir haben hier die... Oh Gott, schon so viele Karten abgehakt. 32 von 40. Das ist nicht übel. Kleine Nische. Da, 13. Oh, wie nah bin ich da schon dran? Stopp. Und hier müsste es jetzt sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes, Mann. Ja, der letzte Part könnte auch etwas kurz sein. Ich habe ihn noch nicht zugeschnitten und alles. Aber es kam mir länger vor, ehrlich gestanden. Da ich keinen Timer hatte, habe ich es einfach, na, ich weiß auch nicht, nach Gedanken beendet. Auf jeden Fall, hier haben wir die Geheimgangkarte. Sie zeigt dir, wo sich die geheimen Schreine befinden. Okay. Das ist auch interessant. Die ist hier irgendwo wieder. Leuchtzirkel, Geheimgangkarte. Ah, die Tapsen-Insel hat halt zwei Höhlen. Das sind immer die ganzen Höhlen bei der Insel. Präludien hat natürlich eine Höhle. Das ist die 50-Ebenen-Schoße. Die Insel hat eine Kampfarena und alles. Das sind eigentlich immer solche Inseln, wo es so eine Art Kampfarena gibt. Naja, kurzer Cut bis zur nächsten Insel. So, was wieder zunächst einmal nach einer sehr sinnlosen Insel aussieht, wird sich noch als sehr schatzreicher Ort rausstellen. Aber erstmal will ich die Insel natürlich kennenlernen. Das ging schnell. Ja, ja, ich bin ganz flotter, musst du wissen. Ha, ha, ha. Zeichne mir lieber die Insel ein. So, die drittletzte Insel. Die Isla Ursa Major. Ja, zwei Inseln finden uns noch. Wenn du auf Ursee einen Schwarm Möwen siehst, dann sei besser auf der Hut, denn die halten sich gerne in der Nähe von Riesenkraken auf. Ja, Riesenkraken. Ja, stimmt, hier ist der vorletzte Octaculus auch noch. Da vorne erwartet uns unser nächster Triforce-Splitter, denn hier führt uns auch eine Triforce-Karte hin. Also will ich jetzt erstmal einen Triforce-Splitter bitte haben, der hier irgendwo sein müsste. Herzlichen Dank. Zum wievielten Mal redest du jetzt eigentlich mit mir und erklärst mir, dass ich noch zu einem Dungeon gehen muss. Das hasse ich so sehr. Und ja, mir reißt, ich nehme wieder die Deppentaktik. Leck mich doch am Arsch mit eurem Kanon. Na, ist das ein Krug oder dieses Mal auch wieder der Triforce-Splitter? Der Triforce-Splitter, kein Krug, kein Krug. Danke. Oh, so. Das ist dann der vierte. Das ist schon der vierte. Jetzt werden wir nur noch... Ja, tatsächlich, das ist schon der vierte. Episch. Ihr könnt übrigens hier mal den Status von unserem Triforce-Fragment sehen. Da, so sieht's aktuell aus. Uns fehlen noch vier weitere und eine Karte zu einem davon haben wir auch schon. Jetzt müssen wir allerdings erstmal nach Süden segeln. Denn da sind Wachtürme. Die letzten, die wir noch erobern müssen. Dann ein Octaculus ist hier, wie gesagt, auch noch irgendwo. Und dann haben wir alles auf der Insel allerdings schon wieder. Denn klar, das sind auch wieder nur Garkoraks, die einen nerven sollen. Aber ja, was ja, wie gesagt, zunächst einmal nach einem irgendwo im Nirgendwo aussieht, stellt sich, wie gesagt, als ziemlich schatzreicher Ort raus. Moment, sind es Wachtürme ohne Kanone? Das ist ja mal episch. Da muss ich mal endlich mal nichts abknallen.
So, dann kann der einfach hoch und das war's. Episch. Beziehungsweise ist da oben dann einfach schon mein Herzteil. Wäre ja noch geiler. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal die Gegner besiegen. Beziehungsweise da ist kein Herzteil, sondern eine Schatzkarte. Ja. Allerdings kann es auch sein, dass ich wieder die Kanonenboote versenken muss. Ich hoffe aber nicht. Ja, da, hier ist irgendwie wirklich überhaupt niemand. Da ist auch schon wieder Bumerang aus, weil den brauchen wir natürlich gleich. Für den letzten Dings. Für den letzten Octaculus. Vorletzten. Dann erwartet uns ja noch beim Niemandsland. Beziehungsweise das Land gehört ja mittlerweile uns. Ich weiß nicht, sieht man das schon auf der Karte, weil wenn man die Urkunde des Anwesens hat, sollte man eigentlich seinen Namen bei der Insel finden. Dann ist es immer noch Niemandsland. Und ich glaube, man muss einfach bloß die Truhe da drüben öffnen und dann hat man es eigentlich schon. War das das? Weißt, ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass ein Turm einfach irgendwie... Naja, da war halt eine Truhe und das war's. Aber hier ist irgendwie überhaupt nichts. Sag bitte nicht, dass ich wieder die scheiß Kanonen versenken muss. Oder übersehe ich hier gerade wieder was? Scheint zu, weil ist nix. Ach, auf einmal erscheint hier ein Pyromagus. What the fuck? Und ein Weißer. Hä? Wieso ein Weißer? Na geil. Diese Holztruhe. Weil nur drin ist. Na danke. Oh Gott, ich sehe schon, worauf das hier hinauslaufen wird. Hä? Ach, jetzt ist er da drüben. So, weg. Nächste Truhe scheint. Auch wieder nur eine Holztruhe. Na, lass mich raten, noch ein dritter kommt. Natürlich kommt noch ein dritter. Nein, es sind mehrere. So. Erster ist tot. Okay, es sind nur zwei. Hilfe. Zack. Erstmal Truhe öffnen. Was haben wir hier? Goldfeder. Okay, da fühlt man sich so allein und am Ende kommen hier lauter Viecher. Auch schön. Hä? Wo ist der? Ganz da hinten. Was machst denn du da hinten? Schade. Hä? Klar triffst du mich. Natürlich triffst du mich. Ja, schade. Versuch was wert. Boah, jetzt traust du dich nicht mehr zu mir hin, oder was? Feige. Na klar, jetzt kommt er da hinten. Hab ich dich. Sehr schön. So, das müsste jetzt aber bitte meine Schatzkarte sein. Ja. Stahltruhe. Bedeutet, geiler Schatz. Hey. Doch, ja, hier ist sie. Sehr schön. Hier ist sie also meine nächste Schatzkarte. Das war's mit dem Wachturm. Nehmen wir Abschied von ihnen. Yeah. Und hallo, Schatzkarte. Mal schauen, auf welchen Ort du dich beziehst. Ich glaube, Haifischinsel, weil da habe ich irgendwie noch überhaupt nichts von den Schatzkarten hier. Könnte ja sein. Halt 18. Nee, 18 nicht. 16. Ja, Haifischinsel. Das heißt, ich leg mal so eine Route fest, so eine ungefähre. Dim, 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 dim. Naja, kann ich noch nicht. Nee. Sollte ich noch warten mit der Route. Ja. Da warte ich noch. Boot, wo ist mein Boot? Mein Boot ist hier unten irgendwo, ne? Ja. Hallo, Boot. Und jetzt... Ruf hier. Jetzt müssen wir wieder nach dem Möwen schauen. Die sollen hier nämlich irgendwo sein. Ha! Ich hab sie! Da ist er. Wir haben ihn. Das müsste jetzt wieder ein Zwölfäugiger sein. Oh ja! Oh, da habe ich aber viele verletzt.
Also, da hast du jetzt etwas länger gebraucht, Boomerang, aber okay. Boah. Also, das stelle ich mir immer sehr schmerzhaft vor. So, nächsten Augen sind tot. Ja, hallo. Bitte lass es jetzt nicht an dem Boomerang scheitern, nur weil der so langsam ist. Okay, ist doch sehr viele Augen sind schon tot. Oh oh, das wird sehr knapp. Ich sehe schon kommen. Okay. Komm schon. Ja, er ist down. Boah, das war ein bisschen knapp. Oh ja, schaut euch das an. Hätte nicht mehr so lange gedauert, bis er uns gefressen hätte. Naja. Ende gut. Alles gut. Ist das eine Goldfeder? Nein, das war mein Boomerang. Okay. Und hier muss es sein. Mein nächstes Herzteil. Sehr schön. Yes! Drei dahin, noch eins im Sinn. Ich glaube, wir werden es tatsächlich mit 18 Herzen in den nächsten Dungeon schaffen. Aber okay, erstmal ein Cut. Bis zur nächsten Insel. So, da wären wir auch schon bei der vorletzten Insel im Spiel. Nicht mehr lange bis zum nächsten Dungeon, Leute. Ich schätze noch ein, zwei Parts mit Nebenquests, aber ich will nicht lügen. Es könnte auch noch länger dauern, weil ich eine kleine Planänderung mit reingebracht habe. Muss man mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall hier die schimmernde Sichel. Vorletzte Insel. In Vollmondnächten bist du besser mächtig vorsichtig, wenn du diese Gewässer hier befährst. Es sei denn, Horrorgeschichten sind deine Lieblingslektüre. Dann wirst du wohl völlig hingerissen sein. Yay. Naja. Klar, hier kommt auch noch das Geisterschiff hin und wieder vorbei. Aber zunächst einmal will ich erstmal meinen Schatz. Jupp, meinen Schatz will ich haben. So, noch einmal Universalfoto und wir haben's. So. Welche Schatzkarte ist denn das? War das nicht irgendwie die Elfe? Jupp, die Elfe war's. Vollbremsung! Oh Gott. War etwas knapp. Ja, aber wir haben sie, die nächste Schatzkarte. Nee, nicht Schatzkarte, Schatz. Ja, Herzteil, episch. Damit haben wir 18 Herzen. Aber ich bezweifle, dass wir den Dungeon mit 19 betreten werden. Nein, das ist eigentlich nicht möglich. Weil klar, ein Herzcontainer gibt es noch. Also uns fehlen nur noch 4 Herzteile. Und dann haben wir alle Herzteile im Spiel. Und hier sind nicht nur 2 geschenkte blaue Schleime. Nein, damit haben wir auch alle blauen Schleimschließ, die wir brauchen für unser blaues Elixier auf Portemonnaie. Und zusätzlich gibt es hier auch noch, richtig episch, eine Schatzkarte einfach geschenkt. Tada! Siehst du, ja, ich weiß schon. Warum lese ich den Text von der Schatzkarte vor? Fragezeichen. Ja, so. Aber die werde ich jetzt noch nicht öffnen. Zunächst einmal werden wir Richtung Norden der Insel segeln. Denn dort befindet sich das letzte U-Boot, das uns noch fehlt. Dann haben wir auch alle U-Boote. Dann fehlt jetzt nur noch ein Octaculus. Und ansonsten, glaube ich, haben wir eigentlich alle extra Dinge auf hoher See. Halt, nee, da geht's weiter. Ich will erstmal hier lang. Ey, komm! Wie hätte ich dem denn ausweichen sollen? Hallo? Er fährt halt weiter. So, sie sind weg. Und wir kommen zum U-Boot. Nice. So.
Und jetzt rein da. Das letzte U-Boot. Und wir haben hier natürlich wieder Petey Prinz. Oh. Ich sehe schon. Ja, das war das, wo man einfach so lange Petey Prinz besiegen muss, bis alle vier Fackeln an sind. Ich würde sagen, am besten tut man einfach bloß massenhaft Wirbelattacken spammen. Der Rest erledigt sich von selbst. Jetzt Nummer 2 ist an. Ja, 3 ist an. Boah. Control Stick. Beginnt an. Fängt an zu brennen. Komm schon, wie viele denn noch? Mach endlich die vierte Fackel an. Danke. Verbiss dich. Ich will mal in Ruhe die Leiter hochklettern. Darum tut weh. Aber okay, wir haben es geschafft. Letzte U-Boot-Schatzkarte. Müsste zumindest eine Schatzkarte sein, bin mir aber nicht sicher. Aber es ist eine. Und es sind auch nicht mehr sehr viele Schatzkarten. Insgesamt gibt es ja 49. Aber da muss man natürlich die 8 Triforce-Karten dazu rechnen. Also Schatzkarten an sich gibt es nur 41. In Wind Waker HD gab es dann ein paar mehr, klar, weil es weniger Triforce-Karten gab. Weshalb ich euch leider nicht alle für Wind Waker HD zeigen kann, weil ihr da noch irgendwie 5 andere Karten habt. Und von denen habe ich eigentlich nicht wirklich viel Ahnung. Also ich weiß bloß, dass man einen Wind Waker HD eine extra Karte bekommt, die es in dem Spiel nicht gab, wenn man zum Beispiel, ja, das Schweinchen fangen auf Portemonnaie spielt und so. So, jetzt will ich aber erstmal wissen, was für Karten wir hier überhaupt haben. Zum einen haben wir hier die Schatzkarte 9. Das ist die Hufeiseninsel. Und Schatzkarte 10. Das ist Tingles Insel. Okay. Dann werden es noch 5. Die müsste es im nächsten Dungeon geben. Uns fehlt auch noch die 25 fehlt uns nicht. Die 27, die gibt es glaube ich noch im nächsten Dungeon. Also es gibt ja noch 2 weitere. Und ansonsten 35. Nein, die gab es im nächsten Dungeon. 27 gibt es noch irgendwo anders. Und ansonsten haben wir alle. Geil! Wir haben alle Karten. Bis auf eine. Und die aus dem Dungeon natürlich. Aber ansonsten haben wir alle dann nur noch die 3 restlichen Force-Karten. Jetzt aber noch nicht holen können. Und dann haben wir es. Und bis gleich. Denn dort vorne erwartet uns unsere nächste story-relevante Insel. So, ich sehe zwar die Insel, aber ich sehe den Neptunus nicht. Ah, wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Ach super, dann habe ich gleich wieder Gegenwind. Und ihr seht schon, die Insel ist ziemlich windig. Ach Gott, wieso bist du westlich von der Insel, du Genie? Mann. So, letzte Insel im Spiel. Jetzt, live, in Farbe. Und TV-Karten-Quali. Ja, Tag auch. Bist du bereit? Hier, die letzte Insel im Spiel. Magischer Pinsel bereit. Und es ist die C4-Insel. Gibst du in die Hülle, deren Eingang wegen diesem heftig starken Wind unzugänglich ist, da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick reinwerfen, was? Ha, ich kann's dir nicht viel verdenken und da ich ja kein Unfisch bin, will ich dir mal was ganz Fantastisches verraten. Fahr 5 Regionen nach Süden und eine Region nach Osten und du kommst zur Firninsel. Da findest du ein Artefakt, das sich schwer macht wie ein Berg. Und ein Berg trotz natürlich jedem Orkanwind, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst. Und damit war's auch das mit den Neptunussen. Ja, wir müssen uns auch von ihnen verabschieden. Natürlich kann man jederzeit mit ihnen wieder reden, aber hey. Unsere Karte ist komplett. Wir haben alle Inseln im Spiel. In die ganzen roten Kreise kennzeichnen natürlich die 35 Inseln, wo wir auch die Schätze geborgen haben.
So, ich möchte jetzt aber an Land gehen und natürlich hat er von nichts anderem gesprochen als von den Eisenschiefeln, die es bei der Firninsel zu finden gibt. So. Jetzt will ich aber dort mal auf Land gehen, bitte. An Land gehen, nicht auf Land. So. Mal schauen, wie weit wir kommen, bis wir davon geweht werden. Ja, wir kommen sehr weit. Gut, dann Eisenstiefel. So. Und ich glaube, das Ding sollte man am besten mit dem Stahlhammer zerstören. Na los, komm schon. Wir zum nächsten Dungeon. Ja, natürlich kriegen wir auch hier, wie beim Terra-Tempel, erstmal nur das entsprechende Lied. Weil das müssen wir dann natürlich auch noch finden. Aber, hey, wir haben es eigentlich geschafft. So, alle Inseln sind erkundet. Zumindest laut meinem Wissen haben wir jetzt alle Inseln im Spiel erkundet. Auch dort alles geholt, was es so gibt. So, holen wir uns unser letztes Lied dazu. Das sich hier drin befindet. Hier ist es. So. Taktstock. Jo, das letzte Lied. Das kennen wir allerdings schon bereits, aber wissen es nicht. Beziehungsweise wir haben es bereits im ersten Part gehört. Denn das ist eigentlich das Main-Stem von Wind Waker, soweit ich weiß. Du hast die Hymne des Zephyr-Gottes erlernt. Und damit werden wir nun den letzten Weißen treffen. Und es ist, oho, ein Kokiri. Bist du der neue Held? Ich bin Fudo vom Volk der Kokiri. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin ein Weiser, jawohl. Ich habe hier gebetet und gebetet, um dem Master Shred die Stärke zu geben, alles Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Aber ich wurde von Ganondorf angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt vor dir siehst. Du möchtest dem Shred wieder zu seiner alten Stärke verhelfen, nicht wahr? Ja, wäre nicht schlecht, ne? Weil Weltuntergang ist jetzt nicht so beste. Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der dasselbe Instrument spielt wie ich und ihm das Lied von vorhin beibringen. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass in ihr das Blut eines Weißen fließt. Der Taktstock, den du da bei dir hast, wurde früher dazu benutzt, uns Weiße zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals hat ihn immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Bitte richte den König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele, und zwar verborgen hinter den Wolken, ruhend im Blau des Firmaments. Sehr philosophisch, aber okay. Wisst ihr denn überhaupt, wen wir suchen müssen? Ich weiß es natürlich. Ihr vielleicht auch. Und wir werden da auch jetzt demnächst hinfahren, aber erstmal werde ich noch ein paar Schatzkisten nachholen. So, jetzt sehen wir uns gleich wieder bei der verwunschten Bastion, wo wir uns den entsprechenden Schatz noch holen werden. Soweit, bis gleich. Das musste jetzt natürlich sein. Und weg hier. Scheiß Kanonenboot. So nehmen wir also Abschied von der verwunschenen Bastion, indem wir hier den Schatz bergen. So, mal schauen, ob ich es von vornherein schaffe. Ungefähr hier irgendwo müsste er liegen. Jupp, ich hab ihn. Sehr schön. Dann geht's als nächstes auch Richtung Süden. Dann werden wir uns nämlich noch den vom Vier-Augen-Griff holen und vom Besseren Feen-Kordial. Dann werde ich die nächste Triforce-Karte entschlüsseln lassen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, da sehen wir auch schon den Schatz. Oh Gott, bitte mich nicht in die Luft jagen. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ja, leider respawnen alle Gegner auch bei den einen Augengriffen, wenn man mal kurz nicht da war. Macht es natürlich umso besser, wenn man da einen Schatz vergessen hat. Aber den will ich jetzt bitte haben. Der muss hier nämlich irgendwo sein. Yes. So.
Dann geht's als nächstes auch schon zum westlichen Feenkordial. Dann haben wir erstmal im Westen alle Schatzinseln abgeklappert. Klar, bei der Nadelfelsinseln so gibt's noch was, aber da werde ich später noch eine Runde fahren. So, und hier haben wir die große Feenkarte. Uns alle großen Feen und die große Feenkönigin gezeigt wird. Wenn ihr mich fragt, ein bisschen sinnlos, weil man sich eigentlich denken kann, wo die ganzen Feenkordinale liegen. Naja, irgendeine Karte brauchen sie ja noch. Naja. Wo haben wir sie überhaupt? Hier haben wir sie. Große Feenkarte. Ja. Die große Fee, also Feenkönigin ist wegen der Größe natürlich hervorgehoben. Und die Fee mit der doppelten Magieleiste ist auch mit dem leuchtenden Stab hervorgehoben. Genug hiervon. Als nächstes sehen wir uns dann noch beim westlichen Feenkordial. Bis dann. So, und da wären wir auch schon. Wo war jetzt der Schatz? Irgendwo hier irgendwie. Einfach random getippt und getroffen, unglaublich. Okay. Ich frage mich aber gerade noch, wo uns die letzte Schatzkarte fehlt. Obwohl, nee, mir fällt es gerade sogar ein. Ja. Da brauchen wir noch das Dungeon-Item aus dem C4-Tempel. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen gespoilert. Aber okay, er kann die Dinge schon. Außerdem, wenn die Insel C4 ist, wir können dann nur der Dungeon heißen. Naja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt Daumen hoch. Im nächsten Part sollten wir dann endlich die Nebenquests abschließen, weil, beziehungsweise vielleicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mit Euphor die nächste Triforce-Karte auf jeden Fall noch entschlüsseln zu lassen. Kann man auch gleich den Schatz bei Tingles Insel mitgehen lassen. Ich schätze, hier unten in diesem Eck hier würde ich noch wann anders holen, also nach dem nächsten Dungeon, genauso wie den Schatz von zwei Augengriff. Es sind auch noch Truhen, wo wir noch nicht die entsprechenden Karten haben. Das ist noch alles viel, was in Stern steht. Und dann möchte ich vor dem Dungeon auch noch mit euch hier das Handelsquest auf diesen beiden Inseln machen. Portemonnaie verschönern, die restlichen Herzteile auf Portemonnaie vor allem holen. Mir ein blaues Elixier brauen lassen. Dann holen wir das Tantopia-Quest nach mit den Bäumen und allem. Und dann, Leute, geht's in C4-Tempel. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda The Wind Waker, meine Freunde. Ciao.